Prozentbegriff, absoluter und relativer Vergleich. Was ist ein absoluter Vergleich und was ist ein relativer Vergleich? Ein absoluter Vergleich, wir haben hier zwei Klassen. Davon gibt es, bei der ersten Klasse gibt es 7 Schüler, die schwimmen können. Von 30 Schülern, also die Klasse hat insgesamt 30 Schüler, davon können 7 schwimmen. Und bei der zweiten Klasse haben wir 10 Schüler, die von 60 Schülern, insgesamt 60 Schülern, schwimmen können. Ne? Der absolute Vergleich ist einfach, wenn man die Zahl 7 zu der Zahl 30 gegenüberstellt, beziehungsweise die Zahl 10 zu der Zahl 60. Das ist der absolute Vergleich. Der relative ist immer bezogen auf 100%. Und zwar sind diese 30 dann die 100%. Und wenn wir jetzt den Prozentsatz hier ausrechnen wollen, also 7 durch 30 ist ja 0,2 Periode 3, ist ja gerundet 23%. Jetzt haben wir den relativen Vergleich. 23 von 100. Prozent bedeutet ja immer von 100. Ne? Hier können also 23 von 100 Schülern, wenn es 100 Schüler geben würde, könnten 23 schwimmen. Das wäre die Klasse 1. Die Klasse 2 machen wir es genauso. 10 durch 60 sind 0,1 Periode 6. Gerundet sind das 17%. Ne? Das wäre die 100er Stelle, die 10er Stelle und das wäre die 1er Stelle. Ne? Jetzt haben wir beide Klassen, die erste Klasse und die zweite Klasse. Bei der ersten Klasse können im Durchschnitt mehr schwimmen als bei der zweiten Klasse. Ne? Das wäre hier der relative Vergleich. Genau, das war schon zum Thema Prozentbegriff. Nochmal hier der Prozentbegriff. Und absoluter und relativer Vergleich.